Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Mesa. Ich habe die Musik mal ein bisschen lauter gemacht, auch wenn die Musik gerade ganz schön abgeht. Und ja, ich habe keine Ahnung, was wir diese Folge machen wollen. Ich habe hier auf jeden Fall nach der letzten Folge, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Ich glaube, da habe ich damit angefangen. Habe ich hier nur ein bisschen weiter gemacht. Der Weg ist soweit relativ fertig, aber hier Säulenkonstruktionszeugs fehlt noch einiges. Auf der anderen Seite sieht man es besser. Ich gehe mal hier rum. Gehe mal da drüben hoch. Dann kann ich das kurz zeigen. Ja, also ich habe schon einiges nach unten verlegt. Aber noch nicht bis ganz unten. Und das Ganze muss natürlich auch noch aufgefüllt werden. Ja, genauso da drüben. Da muss auch noch aufgefüllt werden. Muss ich also noch einiges machen. Aber das will ich jetzt gar nicht machen. Oh, meine Sichtweite ist heute aber ganz schön weit unten. Aber das ist okay. Weil wirklich gut läuft das Spiel trotzdem nicht. Ich wollte mir mal anschauen. Irgendwas hat der gute Mossi da gebaut. Ich glaube, ich sehe schon einen Teil davon. Ich weiß gar nicht, wer alles mitgebaut hat. Mossi, Antje. Also. Ach man, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay. Erste Frage, was ist das da? Ist jetzt ein einfacher Weg, um da reinzukommen, oder wie? Anführungszeichen einfach. Okay, das sieht bisher strange aus, aber vieles sieht strange aus. Hier die Konstruktion hat jetzt eine gute Baridi gemacht. Manu, ich darf sie nicht benutzen. Okay. Ja, da oben haben sie gebaut. Okay. Wirft zum Glück gar keinen Schatten. Nein, nein. Und hier die Konstruktion ist weitergegangen. Cool. Alle gleich? Ja, ich glaube schon. Ist höher geworden als erwartet. Deswegen dafür ein wundervolles Bild. Wir sehen moderne Kunst. Eine Spinne und ein Schuh. Ich finde das jetzt nicht so außergewöhnlich. Erstaunlich, was sich hier so alles tut. Ich will jetzt gleich mal hochgehen. Aber erstmal schaue ich mir hier das Haus an. Hier der Weg ist suboptimal mittlerweile. Müsste man vielleicht auch mal umlegen. Okay, hier an dem Weg hat, an dem Haus hat sich nicht so viel getan. Aua. Natürlich leckt mein Spiel erstmal, wenn ich in den Creeper reinspringe. Ja, ja. So kann man sich super wehren. Meine Güte. Und ja, in meiner nächsten Aufnahmesession war ich beim Friseur. Krass, ne? Bestimmt Leute geben, die es freut und Leute, die es nicht freut. Von einigen hört die gemeckert an. Du kannst doch nicht die Haare abmachen. Geht doch nicht. So, warum? Nur fürs Villager heilen. Ah. Okay. Ich will aber da hoch. Hier ist dunkel. Hört mir nicht. Leute, ihr solltet hier mehr ausleuchten. Ich hab ein bisschen Bedenken, dass mich einfach hier so ein Skelett gleich runterschießt und dann klicke ich erstmal. Gut, klettern wir mal eine Weile hoch. Oh Mann. Das ist aber nicht perfekt rund. Oder? Gerade, das sieht so asymmetrisch aus, aber es ist symmetrisch, oder?
Ah, doch, ich glaube, es ist sogar symmetrisch. Warum sah das eben auf den ersten Blick so asymmetrisch aus? Voll merkwürdig. Stimmt durch die Muster. Okay, wir sind weit oben. Sollten nicht so viel rumgucken. Sonst tut es uns nicht gut. Was soll das werden? Liebe Grüße, Chrissy Kraft. Ja, ehrlich mal. Okay, also nur von Mossy und Ridi, okay. Immer drei Wolle für mich. Steht im Chat. Für dich nicht. So, kann ich hier runterspringen? Wo ist denn hier unten Wasser? Unten muss irgendwo Wasser sein. Ich sehe es nur leider nicht. Okay, wir gehen jetzt doch mal hin und stellen die Sichtweite ein bisschen höher. 12 Chunks sollte doch gehen. Das Wasser ist nicht so gut erreichbar. Für mich jetzt. Ich kann auch nicht MLG'en. Ich sollte dringend so ein Loch hier einbauen, falls ihr das seht. Okay, ich könnte mich auch so schön runtergleiten lassen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde eigentlich eher sowas machen. Ja. Ziemlich genau das wollte ich machen. Nein! Nein! GG. Grandios gemacht, Timo. Grandios. Gut, dann können wir fliegen, würde ich sagen. Macht dieses Fliegen so viel Spaß. Yay! Hallo, riesige Insel. Sonst noch irgendwie was Neues hier, groß? Nicht so viel. Oh. Ach, Mann, oh. Ihr wusstet aber, was ich vorhabe, oder? So, mein Zeug alles. Was hier überall verteilt ist. Boah, ich hätte mich einfach später nochmal mit diesem Eimer an die Wand hängen Zeug retten sollen. Ich hab's hier nochmal geschafft zwischendrin. Und ja, es ist nichts Besonderes, das zu können, ich weiß. Aber ich kann's trotzdem nicht. So, irgendwo dort auf halber Strecke sollte man Wasser sein. Also klettern wir einfach nochmal hoch. Yay! Oh Mann. Ja, und ich muss schauen, dass ich die Folgen nicht so lang mache, weil ich ein bisschen im Zeitstress bin. Bisschen Stress habe. Ja. So. Fange ich einfach oben an und lass mich runter. Ja, ich hab's gefunden. Hi, Creeper. Creeper Mann, Creeper all the way. Sei doch nicht so aggressiv, das finde ich nicht okay.
So, was genau wird das hier? Er hat ein Bett. Ich habe kein Bett. Betten wären noch überbewertet. Wir brauchen schon Betten. Was wird das hier? Konstruktion liegt zumindest offen. Wahrscheinlich wird das umbauen. Hat sich sonst noch was verändert? Es verändert sich immer so viel auf dieser Welt. Weil halt auch so viele Leute mitspielen. Hier kommt jetzt auch ein Weg hin. Ich weiß noch nicht wohin. Wo habe ich denn Brot? Da habe ich mein Brot. Und ja, erstaunlicherweise mache ich sogar relativ wenig auf dieser Welt. Im Vergleich zu vielen anderen. Unter eine Mine. Hier oben. Einen schönen Einerweg. Help. Hier geht's nicht weiter. Okay. Hier geht's aber runter. Ist da alles zu kompliziert für mich. Wir lassen das. Rennen mal schnell ein Ründchen zurück. Und ich glaube, wir fliegen auch mal beim Rathaus vorbei. Hui. 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 Da gibt es ja was Neues. Immer noch rote Beetsuppe von Lani. Was gibt's hier so? Drei Villager. Nichts Neues, glaube ich. Neuer Name. Arx Graphics ist da und das war's, glaube ich. Sonst ist kein neuer Name dazugekommen seit dem letzten Mal. Asani war ja, glaube ich, schon beim letzten Mal da. Das Fahrradhaus. Ui, das ist schon witzig. Bedient euch, hab ich. Was ist denn falsch mit den Leuten, dass sie auf so Schilder antworten müssen? Ich update hier mal gerade das Zeug. Sollte sich so ja eigentlich updaten. Da muss ich es doch in die Hand nehmen. Sollte sich so eigentlich updaten. Das war es mal so, dass es sich so geupdatet hat. Geupdatet sieht das jetzt nicht aus. Da will es sich nicht mehr so updaten. Ich glaube, die fliegende Insel müsste doch hier irgendwo sein. Und hier müsste auch die Brücke sein. Die ist nicht drauf. Der Karte. Gehen wir einfach mal zurück in diese Richtung. Warum? Karte updatet sich nicht mehr. Karte zeigt mir auch nicht an, wo ich gerade bin. Ich glaube, irgendwer hat die Karte kaputt gemacht. Weil irgendwie ging die mal. Merkwürdig. Okay, schauen wir uns ansonsten mal um. Ah, da hinten entsteht noch ein Haus. Lani ist noch am Stockwerke draufsetzen. Hier fehlt auch noch ein Dach. Lauter unfertige Häuser. Okay, meinst du ja auch noch nicht fertig. Hui. Hey, das ist ein Creeper. Gut, okay. Riesenbäume. Weil wieder mal jemand hier vorne den Baum hingepflanzt hat und da kein Stein drüber ist. Ach, Manu. Ach, Manu. Gut, dann würde ich sagen, ach, ja doch. Stellen wir uns mal hier oben irgendwo hin, wo man ein bisschen Aussicht hat, eventuell. Ach, setzen wir uns hier rein. Hier ist schön. Fällt mir.
will da unten sitzen. So. Gut. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Würde mich freuen. Seht, es hat sich wieder ein bisschen was getan. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich was Produktives tun. Hoffentlich. Bis dahin. Ciao.